und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play City Skylines. Und ja, dann machen wir weiter an dieser Stelle. Ihr habt ja gesehen, ich habe ein bisschen was aufgepimpt hier vorne. Der Park ist hier entstanden und ja, kleine Fußgängerzone oder sowas in der Art, keine Ahnung. Und dann haben wir hier hinten auch noch ja, die Autobahn hier ein bisschen aufgehübscht. Auch das haben wir nebenbei gemacht. Habt ihr alles im Vorfeld hier schon sehen können. Ich wollte aber auch nicht zu viel machen hier an der Stelle, weil man weiß ja auch nicht, wie es sich noch verändern wird. Wobei ich dachte, gut, so in etwa, also wird das hier so bleiben. Deswegen habe ich das Stückchen schon mal gemacht. Ansonsten, ja, bei dem anderen Autobahnstück, was dort hinten lang führt, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das überhaupt so bleiben wird und ob wir da notfalls nochmal was verändern müssen. Ja, so, haben wir das erstmal ein bisschen aufgehübscht. Jetzt heißt es natürlich erstmal weitermachen und wir haben Gott sei Dank wieder auch ein bisschen Nachfrage nach Wohnungsgebieten und können uns darum natürlich auch nebenbei noch ein bisschen mit kümmern. Das heißt, wir sollten mal anfangen, hier noch die Straße ein wenig auszubauen. Und ich überlege gerade, wie wir es am schönsten machen können. Ich habe dann mir noch die ein oder andere Idee und muss halt aber nur überlegen, wie wir es am besten umsetzen können. Wir brauchen dazu eigentlich für das, was ich noch vorhabe, eine gerade Straße vor allem erstmal. Gehen wir mal so lang. Und die können wir dann trotzdem, das ist ja nicht schlimm, im Winkel hier abbiegen lassen. Und zwar, ich denke mal so und dann bis dorthin. Das müsste so in etwa der 90-Grad-Winkel sein. Jawohl. Und dann können wir sie ja hier geradeaus weiterführen. Sagen wir erstmal so weit. Okay. Gut, die würden wir dann hier auch noch ein Stückchen weiterführen, denke ich mal. Vielleicht nochmal zwei Felder. Und dann hätte ich gern hier nochmal einen Winkel drin. Und zwar einmal von da, dann nach da, dass wir wieder zurückkommen. So, und dann bitte hier nochmal geradeaus. Und ja, das ist erstmal egal, wie weit es dort lang geht. So, das wird der eine Teil oder der eine Part werden und dann brauchen wir von dieser Straße aber abgehend noch ja, einen Zugang zum Wohngebiet, zum eigentlichen. Und dazu nehmen wir mal wieder diese kleine Straße hier und wir machen das mal so. Ich will mal gucken, ich weiß nicht, wem sich das dann zuteilt. Warte mal, wir machen es mal anders, es war noch nicht weit genug. Wir gehen nochmal, und zwar, ich glaube, bis hierhin hatte ich es gerade gemacht, oder bis dahin. Wir gehen mal nochmal zwei weiter und machen das dann so. Okay. Ja, lass mal testen. Okay. So, das hätten wir erstmal. Und dann will ich mal nur mal testen oder testhalber was gucken, ob das denn möglich wäre. So, 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier könnten wir dann sowas lang bauen. Okay, das würde gehen. Das hätte ich dann gerne hier bitte auch entlang. So. Und das hätte ich hier gern auch noch entlang. Das ist erstmal egal, wie weit im Endeffekt. So, das hätten wir. Dann bitte auch hier in der Kurve. Und zwar so ansetzen. Und ich glaube, bis dahin müssen wir gehen. Vielleicht noch eins weiter. Und dann dort mit ran. Ich glaube, das war noch eins weiter. Machen wir mal so. Und dann dort mit ran. Jawohl, das sieht relativ gut aus. Wunderbar. Das gleiche hätte ich gern dann hier auch noch. Und zwar, ich glaube, bis dahin. Und dann dort mit ran. Genau. Wunderbar. Das wäre erstmal eine gewisse Vorbereitung. Und theoretisch, na gut, das machen wir dann da, wo Kreuzungen sind. Hier können wir es dann auch noch fortsetzen. Moment, bis dahin erstmal. Jawohl. Vorteil wäre, man kann auf der Seite jetzt hier Wohngebiete ausweisen. Wir machen hier mal kleine Häuser. Moment. Ein kleines Wohngebiet. Und gucken mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wir müssten natürlich jetzt das gleiche mit der Straße hier drüben auch irgendwie hinbekommen. Warte mal, wie machen wir es denn am günstigsten? Lass die Straße nochmal entfernen. Und das ist es. Okay. So, ich will, dass die Straße jetzt dort genauso im Winkel ist wie die andere. Wir gucken mal. Okay, das war eins zu weit. Dann machen wir das mal so. Nur einfach mal behilfsweise. Genau. Und so wäre es richtig. Dann das bitte entfernen und das auch. Jawohl. Und dann bitte nochmal gucken. Und ich glaube, so müsste es in etwa passen. Dann mach das mal weg. Und dann so. Und dann müsste es eigentlich hier im 90-Grad-Winkel möglich sein. Ja,
Wunderbar. Das nehmen wir so. Und das können wir dann natürlich hinten auch noch so machen. Moment. Erstmal wieder gerade ein Stück weit. Dann lass mal abgehen und dann spaßeshalber, ich glaube so ist richtig, wunderbar, das passt. Dann bitte hier das gleiche auch wieder und wie sieht's aus? Okay, das könnte sogar fast so passen, wunderbar, das ist perfekt. Und dann bitte hier auch in der Kurve und zwar so rum, wunderbar. Sehr schön, da können wir hier eigentlich die Gebiete schon mal ausweisen. Können wir hier auch komplett machen und dann dort noch und hier noch und da noch und so weiter und so fort. Wunderbar. Und hier bauen wir nichts dran. Das wird später, ja, eine Möglichkeit für Deko sein. Weil ich jetzt noch überlege, ob wir nicht hätten doch noch eins Abstand lassen sollen, können, müssen. Wie auch immer. Weiß ich noch nicht. Wir testen es erstmal so. Wir können das ja woanders notfalls auch noch anders bauen. Notfalls können wir das ja auch alles wieder zurücknehmen. Das ist ja auch kein Problem. Das machen wir so und hier noch so. Die Ecken lassen wir frei. Da können wir dann noch andere wilde Sachen machen. Erstmal hätte ich es gern nur auf diese Art und Weise. Dann bitte hier das Wasser mit entlang ziehen. Einmal nach da und dann hier lang und da lang. Plus hier und Moment, da, da und so weiter. Genau. Gut, das hätten wir auch mit dem Wasser. Wunderbar. Dann können die sich jetzt dementsprechend hier auch ausbreiten. Und ich überlege, ob wir hier vielleicht noch relativ zentral dann noch eine Straße zu der ranführen. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Warte mal, wie kriegen wir denn die Mitte raus? Lass mal gucken. Wir bauen hier einfach mal, Moment, für 650. Ey, warte mal. So. Okay, müssen wir eh nochmal durchziehen. Und dann bitte... ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Ne, es bringt jetzt nicht wirklich was. Doch, das bringt was. Wir können nämlich hier die Straße ranlegen. Dann haben wir dort den Platz halt dann nämlich. Und dann können wir das Ding hier abreißen. Und dann können wir das jetzt wirklich so machen, wie ich es gerade wollte. Nämlich, dass wir hier erstmal für... Ja, machen wir erstmal 500. Hier auch 500. Okay. Und dann legen wir nochmal 150 drauf. Und hier auch nochmal 150. Und dann müssten wir hier eigentlich irgendwo die Mitte haben. Lassen wir das so machen. Ich glaube, hier wäre die Mitte. Jawohl, das sieht gut aus. Wunderbar. Und dann das bitte weg. Und das auch weg. Und theoretisch kann das jetzt auch schon weg. Das brauchen wir gar nicht. Das wollen wir dort ja gar nicht haben. Gut, und dann können wir hier nämlich die Straße dann auch noch mit nach da führen. Und vielleicht auch direkt einmal durch. Wunderbar. Dann müssen wir den Weg hier natürlich nochmal anpassen. Wo haben wir den? Hier hinten. Und dass wir dann sagen, okay, bitte nach da und du bitte nach da. Dann müsste es soweit passen. So, wunderbar. Wie machen wir es jetzt am besten weiter? Ich überlege noch. Theoretisch, wir wollen ja hier drinnen das auch bebaut haben. Vielleicht wäre es doch günstig, wenn wir hier noch eine Kreuzung mit ranbauen. Schauen wir mal, warte mal. Lass das erstmal weiter nach oben legen. Sagen wir mal erstmal bis dahin. Und dann können wir ja das hier doch noch so machen. Und hier vielleicht auch nochmal. Und dann hätten wir hier noch ein bisschen Platz, wo wir uns dann nochmal austoben können. So eine Art Innenhof oder so. Das können wir dort machen. Und dann bitte hier erstmal die Gebäude mit ran. Und hier auch und da auch noch. Jawohl, da hätten wir das schon mal. Wunderbar. Und hier können wir natürlich, ja, eigentlich auch dasselbe machen. Lassen wir hier auch nochmal eine Zufahrt machen. Moment, ziehen wir auch einmal durch. Und dann bitte hier den Weg nochmal ergänzen bis dahin. Und dich hier nochmal bis dahin. Wunderbar. Das hätten wir schon mal. Und dann haben wir hier eine kleine Vorstadt oder ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht einfach ein exklusiveres Wohngebiet, weil ich noch nicht richtig weiß, ob das langfristig hier bleiben soll oder ob wir dann langfristig vielleicht doch größere Gebäude hinmachen. Das hängt dann von der Umgebung davon ab, wie wir es dort gestalten, denke ich mal. Das können wir notfalls auch auf große Gebäude erweitern. Das ist ja nicht schlimm, das passt ja dann trotzdem. Gut, und dann haben wir nämlich den Vorteil, es gibt hier so eine Art Fußgängerweg. Ich meine, den gibt es zwar auf der Straße auch, aber es sieht so vielleicht noch ein bisschen schicker aus. Und dann kann man halt hier dazwischen nochmal ein paar Verzierungen machen. Und ja, da weiß ich nur noch nicht, wie ich es genau gerne hätte. Erstmal können wir auf jeden Fall hier an der Stelle nochmal den Weg, Moment, weiterführen bis dahin, dass wir dort den Abschluss auch haben einfach. Und ja, so würde ich das nehmen wollen. So, wir können ja schon mal probieren mit den Verzierungen, ob wir da was machen können.
Ich muss ja nicht alles alleine machen. Ihr könnt ja auch ruhig mal dabei sein. Und ich habe ja so einen Spleen gerade, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, zu diesen Palmen hier. Passt halt auch einfach zum Thema. Wo sind sie denn? Warte mal, das sind sie nicht. Hier, das sind die Palmen, die ich suche. Und wobei hier, glaube ich, so eine dicke Palme käme auch gut. Warte mal, lass mal das mit den großen Palmen probieren. Dass wir hier einmal eine hin haben und vielleicht da auch. Und ja, vielleicht hier nochmal direkt in der Mitte. Und dann bitte das gleiche auch hier. Da und da. Und dann ziehen wir das hier einfach mal durch. Moment, machen wir mal so. Und dann hier. Und dann erstmal von dort ran. Und dann nochmal hier. Okay. Das können wir erstmal hier durchziehen. Und ja, dann haben wir hier schon das ein bisschen verziert. Das ist vielleicht noch nicht das Endprodukt. Aber es ist erstmal eine, finde ich zumindest, in der richtigen Richtung hier, wie ich es gerne hätte. So, hier können wir auch nochmal ein Stückchen machen. Wobei wir hier noch nicht wissen, wie es dann weitergeht. Okay. So, das hätten wir schon mal. Wunderbar. Und dann natürlich darf das Buschwerk hier auch nicht fehlen. Large Fern, glaube ich, ist das. Und dann hier immer mal, ja, drei Stück unten mit dran. Dass es nicht so kahl aussieht, dass da einfach noch was mit ist. So, dann hier noch. Jawohl. Und hier auch noch. Und hier auch noch. Wunderbar. So, das ist dann so im Groben und Ganzen das, was wir hier noch als Deko machen können. Wir können natürlich auch noch ein paar Blümchen mit hinsetzen, könnten vielleicht die ein oder andere Hecke mit hinsetzen. Das können wir auch nochmal schauen, ob wir da vielleicht noch eine passende haben. Vielleicht nicht diese großen, dicken Hecken, die würden hier vielleicht auch nicht wirklich reinpassen, aber vielleicht gibt es ja noch kleinere Hecken, muss ich mal schauen. Werden wir gleich mal gemeinsam schauen. So, und dann hier noch und da auch noch. So, jetzt sind wir gleich durch soweit. Und hier auch noch. Wunderbar. Und ich glaube, dann sind wir jetzt hier auch schon am Ende. Hier kommt die letzte. Genau, wunderbar. Nehmen wir erstmal so. Und dann sieht es zumindest schon mal nicht mehr ganz so kahl aus. Und wir könnten... Die haben wir ja auch schon länger nicht mehr gebaut. Ich weiß nur nicht, ob die hier wirklich hinpassen. Wir setzen mal hier einfach mal immer mal wieder eine dazwischen. Ja, ich glaube, das nehmen wir so. Machen wir ja auch. Führen wir mal komplett durch den Weg hier. Es war halt ein Landschaftsgärtner, der sich halt was dabei gedacht hat. Die haben ja auch so ein Spleen für, ja, zum Teil zumindest für Symmetrie. Und ja, ich glaube, das machen wir so. Wunderbar. Und können wir hier noch was ergänzen irgendwie? Das ist, warte mal, wir haben doch diese kleinen Büsche hier noch. Genau, können wir die noch irgendwie mit dazusetzen? Vielleicht jeweils einfach nur nochmal einen oder so. Da kann auch immer mal woanders stehen, dass das doch nicht alles ganz symmetrisch aussieht. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir das so machen. Okay. Jetzt. Und dann hier noch. Da noch. Da noch. Und so weiter. So, da haben wir das gleich. Oh, und hier haben wir noch gar nicht gemacht. Das sehe ich gerade. Dann nochmal kurz zurück, hier haben wir es. Und dann hier nochmal zwei jeweils rein. Und dann nochmal das Buschwerk dazu. Okay, was wir natürlich auch mal machen können, nichtsdestotrotz, wenn wir das hier irgendwo, kriegen wir das? Jawohl, es kann ja sein, dass hier mal einer dabei ist bei den Leuten, die sein, dass es hier Leute gibt, die ihre eigene Weihnachtstanne züchten. Deswegen setze ich hier einfach mal eine mit rein. Und dann sieht das so aus, okay, ja, die haben sich da selber gekümmert. Machen wir einfach mal. Es war dann eine recht große Tanne, größer als das Haus. Aber gut, da muss halt der Stumpf ein bisschen gekürzt werden. Okay. So, was können wir denn hier noch machen? Wir haben hier noch ein bisschen... Passen die Bäume hier eigentlich hier rein? Ich will mal gucken. Ja, es sind zumindest Blätterbäume, glaube ich, oder? Oder sowas in der Art. Sieht mir danach aus zumindest. Ja, es könnten Blätter sein. Da können wir auch nochmal ein paar mit dazu nehmen. Vielleicht nicht ganz so viele zwar, aber zumindest ein bisschen immer mal wieder ein. Und vielleicht auch nicht zu regelmäßig. Vielleicht hier einfach noch einen mit hin. Und vielleicht hier in der Ecke nochmal ein und vielleicht da auch nochmal mit ein. Jawohl, da haben wir dann nämlich schon mal ein bisschen mehr Abwechslung. Und ich sehe ja auch gerade, euch fehlt noch das Wasser. Das sollt ihr bekommen.
So, und das müsste dann überall soweit passen. Wunderbar. Gut, und dann haben wir hier eine kleine Siedlung einfach mal aufgebaut. Finde ich ganz, eigentlich ganz sympathisch, ganz ruhig vor allem. Also, es kann natürlich sich ja noch alles verändern, dass hier außenrum noch alles, ja, mit Hochhäusern zugewachsen oder zugebaut wird. Aber es ist zumindest jetzt erstmal für den Anfang was ganz Schickes, glaube ich. So eine kleine Einfamilienhaussiedlung. Okay, müssen wir uns natürlich noch Gedanken machen, was wir dann auf der anderen Seite hier bauen wollen. Aber eins nach dem anderen natürlich. Auf jeden Fall haben wir erstmal die Wohnungsnachfrage etwas gedämpft. Ist zwar immer noch da, aber nicht mehr ganz so stark wie vorher natürlich. So, den Ampelmod habe ich übrigens immer noch nicht installiert. Warum auch immer, ich habe es vergessen. Sodass die Ampeln jetzt aktuell hier einfach mal drin bleiben. Aber noch geht es ja vom Verkehr, noch ist ja nirgendwo Stau. Das ist ja alles noch im humanen Bereich. Ja, und wir können mal schauen, was brauchen wir denn hier eigentlich noch für Bedürfnisse. Polizei haben wir, okay. Feuerwehr fehlt, glaube ich, noch gänzlich. Okay, das hatten wir nicht schon eine Feuerwehr eingesetzt? Ich weiß es nicht. Mir war eigentlich so, aber scheinbar nicht. Okay, dann bauen wir hier einfach mal eine Feuerwehrstation hin und ich überlege, ob mal, ja, welche wir vor allem nehmen. Die hat 6 Wagen, die hat nur 3 und die hat nur 2. Okay, und die hat gleich ganze 25. Eieiei. Wo können wir die denn hinsetzen, ohne dass es zu sehr auffällt? Wir können es natürlich hier vorne. Warte mal, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Wir bauen es hier vorne mal direkt an die Ecke. Ich glaube, da ist es ganz gut. Da würde es am wenigsten stören, glaube ich. Dann haben wir nämlich gleich so eine dicke Feuerwehr. Das ist auch nicht das Verkehrteste, glaube ich. Dann ist die Abdeckung zumindest ein bisschen größer. Lass mal schauen, wie es aussieht jetzt. Jawohl, das reicht hier überall hin. Wunderbar. Und was brauchen wir denn noch? Krematorium oder Friedhöfe? Einen Friedhof würde ich gerne eigentlich mit haben. Ein Krematorium haben wir schon. Okay, dann können wir hier vielleicht noch irgendwo einen schicken Friedhof mit dazu setzen. Warte mal, lass mal schauen. Den Friedhof könnten wir so machen, dass der hier schön zentral ist, dass wenn man darauf zufährt, dass der genau in der Mitte sitzt. Oder so. Ich weiß noch nicht, welcher mir besser gefällt. Ich finde, ja, der wirkt jetzt ein bisschen klein wiederum. Ist aber vielleicht auch nicht verkehrt, wenn der so klein wirkt. Wobei der andere, ich will nochmal gucken. Also wir uns, wir haben ja keine Geldnöte hier. Wir spielen ja auf unendlich viel Geld. Ich will mal kurz vergleichen nochmal, wie das mit dem Großen aussieht. Ich glaube, der Große gefällt mir wesentlich besser. Ich glaube, wir nehmen den Großen. Das finde ich schöner. Genau. Ich glaube, das machen wir. Und dann könnten wir ja an dem Friedhof entlang, lass mal gucken, hier auch nochmal so einen Weg mit dran setzen, dass wir hier einfach mal nach hinten gehen. Und dann vielleicht, naja, warte mal, das machen wir dann wieder in der Kurve. Kommen wir dort irgendwie hin? Warte mal, was habe ich denn hier gebaut eigentlich? Okay. Hatte ich... Okay, das war das andere. Okay, ich denke mal, das hier können wir nochmal zerstören, das ist halb so schlimm. Lass mal erstmal ganz leicht in der Kurve gehen und dann möglichst gerade erstmal wieder durch, obwohl möglichst gerade ist eigentlich auch egal. So, dann bis dahin und im Idealfall noch bis dahin. Wunderbar, dann haben wir dort nämlich auch eine Verbindung geschaffen und dann können die nämlich dort auch, ja, die Straße einfach mal passieren. Besser gesagt, von der Straße zu der Straße rüberkommen, ohne dass jetzt hier außenrum den weiten Weg laufen müssen. Und damit es sich lohnt für die und damit das natürlich auch genutzt wird, würde ich gerne noch einen kleinen Anreiz dafür hier hinsetzen. Und zwar, wo haben wir denn die andere U-Bahn-Station? Wir müssen gleich mal gucken. U-Bahn-Station, da hinten ist die andere. Okay, dann bauen wir hier noch eine mit hin. Und wir können es ja mal mit dieser hier probieren. Lass mal schauen, wie es aussieht. Ja, können wir so nehmen. Würde ich auch. Und genau, dann haben wir hier unsere zweite U-Bahn-Station. Und ich weiß gar nicht, wir dürften, glaube ich, noch keine Tunnel... Und ja, Mist, wir brauchen doch die richtige. Wir müssen ja zumindest eine richtige U-Bahn-Station bauen, damit das hier so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Genau, jetzt können wir nämlich hier den Tunnel bauen und den mit dort hinten verbinden. Und dann können wir sagen, okay, Leute, fahrt mal von da nach da.
Und ja, dann haben wir unsere erste U-Bahn-Linie. Sieht jetzt natürlich nicht ganz so spektakulär aus. Vielleicht sollten wir hier dekomäßig einfach was machen, dass es nicht ganz so trostlos aussieht. Und dazu würde ich gern diese kleinen Palmen hier einfach mal verwenden wollen. Dass wir hier ja einfach mal ein bisschen was hinmachen. So zum Beispiel. Dann vielleicht hier noch ein bisschen Buschwerk mit dazu. Moment. Wir kommen leider nicht näher ran vom Scrollen her. Ich hätte es ja gern, dass wir noch näher rankommen. Aber irgendwie soll es nicht sein. Mal, dann können wir hier noch ein bisschen was hinmachen. So ein kleines Blumenbeet einfach mal. Das sieht ein bisschen übertrieben aus, aber vielleicht können wir das noch relativieren. Okay, das ist wieder der Palmtree. So, wo haben wir es denn? Hier, dass wir einfach noch ein bisschen was Grünes dazu nehmen. Und da auch und so weiter. Und na, hier machen wir das gleich auch mal. Und muss ja nicht überall immer zweimal sein, aber so in etwa. Und vielleicht auch mal einfach so zwischendurch was. Jawohl. Ist jetzt noch nicht das Optimale, so wie ich es gerne hätte. Aber es ist erstmal ein kleiner Anfang. Guck mal, hier vorne lassen wir noch mal einen Busch hin. Und dann können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Abwechslung sorgen, indem wir einfach nochmal einen anderen Baum mit dazu setzen oder irgendwo in der Nähe zumindest absetzen. So zum Beispiel. Nee, lass mal den nochmal. Ja, welchen entfernt? Okay, schade, jetzt haben wir beides abgerissen. Ich glaube, da vorne stand noch eine Palme. Nochmal zurück. So, ich glaube hier in etwa. Gut, und dann hätte ich hier gern nochmal diesen Baum. Den können wir weiter reinstellen, das ist auch nicht verkehrt. Und da können wir unten auch noch ein bisschen Buschwerk mit dran setzen. Und vielleicht auch noch mal so ein bisschen. Okay. Ja, es ist noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte, aber okay, wir haben es erstmal zumindest angefangen. Ich werde das bestimmt noch mal nachbearbeiten irgendwann. Aber es ist erstmal ein kleiner Anfang. Und wir haben vor allem jetzt unsere erste U-Bahn-Station. Warte mal, was mir gerade einfällt als Möglichkeit, was man dann natürlich hier noch machen könnte. Lass mal gucken. Nee, die ist zu groß. Ich glaube, die hatten wir bei den anderen Teilen gebaut. Lass mal gucken, kriegen wir die hier noch irgendwie mit dran? Ja, theoretisch, ja. Warte mal, können wir noch näher ranzoomen? Nein, leider nicht. Okay, dann lass mal das hier außenrum etwas aufhübschen. Warte mal, jetzt müssen wir hier erstmal gucken, dass wir das relativ gerade hinbekommen. Okay, ich glaube, so müsste es in etwa passen. Und dann können wir hier in der Mitte nochmal so ein Verbindungsteil machen. Jawohl, okay. Und das Ganze jetzt bitte auf der Seite auch noch. Es kann zwar sein, dass wir uns jetzt die Bäume dort wieder abreißen, aber dann müssen wir halt durch. So. Genau, so in etwa. Und dann bitte hier nochmal. Halt! Falsche Maustaste. Mist. Lass das mal... erstmal hier vorne mit dran setzen. So, und dann hier noch in der Mitte. Lass erstmal gucken, wie es aussieht, ob es überhaupt annehmbar so ist. Ja, es würde gehen. Ich glaube, das nehmen wir sogar so. Auf der Seite würde ich es jetzt offen lassen. Das ist vielleicht auch ganz gut, wenn es nicht ganz so symmetrisch ist in dem Fall. Und dann lass doch hier nochmal... ach, guck mal, ja, die immer was vorbereitet. Können wir auch mal mit hinsetzen. Hatte ich schon mal so eine große Palme mit Buschwerk vorbereitet im Editor. Allerdings bin ich dann doch davon abgekommen, dass wir zu viele davon bauen. Ich wollte erst diese Teile hier entlang der Autobahn setzen. Bin dann aber halt, wie gesagt, davon abgekommen, weil falls wir irgendwann das mal wieder verändern wollen, die Autobahn umlegen wollen, wir müssten jeden einzelnen dieser Parks hier abreißen. Und das wäre halt eine ganze Menge. Und deswegen habe ich es dann doch sein lassen. Aber hier können wir es ja ruhig mal stehen lassen. Ich glaube, das passt hier auch so rein gerade. So, wunderbar. Und dann würde ich sagen, haben wir es für diese Folge auch erstmal geschafft. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, schaltet ihr beim nächsten Mal wieder mit ein, wenn es heißt Let's Play City Skylines. Bis dahin. Ciao, ciao.